Er versuchte sein Glück als Erfinder von Geschichten. Was, wie er wusste, aussichtslos war, da er kein Geschichtenerzähler war, auch als Schriftsteller nicht. Und kramte stattdessen, weil ihm nicht eine brauchbare Geschichte einfiel, seine Sammlung von Comics hervor, seine kostbaren, noch vom guten, alten, genialen Karl Barks gezeichneten und längst als Raritäten gehandelten Donald Duck-Hefte und machte mit dem Kind, was ein voller Erfolg wurde, einen Ausflug nach Entenhausen, wo er bekanntlich auch nicht so richtig rund lief. Wenn einer für Chuck ein Vorbild war, ein Held, dann Donald, die Ente, die berühmteste Ente der Welt. Er dachte an Donald wie an jemand, der wirklich lebt, und hielt ihn für ein Genie, ein Menschengenie. Er sprach darüber sogar einmal auf einer Literaturkonferenz und wurde erst einmal ausgelacht. Er hatte mit einigen anderen seiner Schriftstellerkollegen unter Bildern von Jesus, Thomas Mann und Martin Luther King auf einem Podium gesessen und war bei seiner Wortmeldung zum Thema Helden im Spiegel der Jahrtausende über Donald Duck ins Schwärmen gekommen. Seine Zuhörer konnten nicht glauben, was sie hörten. Dabei war es doch, wie Chuck fand, so einfach wie einleuchtend. Und es machte ihm dann auch zunehmend Spaß, den ablehnenden Reaktionen des Publikums ganz donaldesk die Stirn zu bieten. Wer, fragte er, wer außer Donald Duck, dieser armen, unentwegt vom Pech verfolgten Ente, wäre fähig, so unbeirrt optimistisch allem Unglück dieser Welt zu trotzen und das mit nichts als seinem Glauben an die Kraft, den nächsten Tag, das Glück des nächsten Tages, den einen kleinen glücklichen Zufall zu erobern? Woher nimmt diese Ente eigentlich die Kraft, jeden Morgen bei Sonnenaufgang aus dem Bett zu springen, wie immer frisch und munter und unbelehrbar unternehmungslustig? Und als habe es den Totalschaden der vergangenen 24 Stunden nie gegeben, keinen Schlamassel, keine Schwierigkeiten, keine Niederlagen, den ganzen kleinlichen Ärger nicht, den neuen Tag zu beginnen? Wenn er morgens aufwachte, sagte Chuck, wünsche er sich da nicht wenigstens ein wenig von jener Energie, über die sein unerreichbares Vorbild in so hoher Dosierung verfüge? Es regten sich erste Anzeichen von Zustimmung. Donald, der sympathische Versager, Donald, das Stehaufmännchen, Donald, der Held. Wie unermüdlich und ausdauernd er sich abmühe mit all den Tücken seiner alltäglichen Existenz, die, was sonst, mit der aller Menschen dieses Planeten identisch seien. An Donalds Kampfgeist und seiner Risikobereitschaft jedenfalls könne man sich nur ein Beispiel nehmen.